Servus Leute, im heutigen Video geht es um meine Settings für den Patch 12.11. Der läuft jetzt schon ein bisschen und ich habe alle meine Einstellungen angepasst und wollte euch einfach mal wieder ein bisschen zeigen und warum ich was wie eingestellt habe. Und wenn ihr einfach auf der Suche seid, wie meine Settings gerade sind, unten in der Beschreibung findet ihr alle Screenshots zu meinen Ingame-Settings sowie zu meinen Windows-Settings. Und natürlich werde ich das Video unterteilen, dass ihr genau zu der Stelle springen könnt, wo ich auf dieses oder jenes Setting eingehe. Und ja, jetzt viel Spaß mit dem Video. Fangen wir mit den Grafik-Settings an und ich werde einfach Punkt für Punkt durchgehen. Als erstes mit der Auflösung. Ich habe einen 2K-Monitor, deswegen spiele ich auf 1440p. Ja, bei der Auflösung ist es so, wenn ihr eine gute Grafikkarte habt, ist es egal, wie hoch ihr die setzt letzten Endes. Also bei mir ist kein Unterschied zwischen 1080p und 1440p mit meiner 3080. Dann Screen Mode, immer Fullscreen. Borderless oder Windowed kann passieren, dass ihr weniger Frames habt, dass das Game ein bisschen microstuttert. Aus dem Aspect Ratio ist klar 16:9. Dann Texture Quality habe ich auf High, weil ich einfach für YouTube-Aufnahmen und allgemein auch schärfere Texturen mag. Das sieht einfach besser aus. Wenn ihr matschige Texturen wollt, auch wegen der Übersicht oder ähnliches, könnt ihr das auf Low oder Mittel setzen. Dann bei der Shadow Quality. Es geht das Gerücht, dass wenn man Shadow Quality auf High setzt oder auf Ultra, dass das mehr auf die Grafikkarte geht und weniger auf den CPU. Ich konnte keinen Unterschied feststellen, aber wenn ich die Shadow Quality hochstelle, sind die Schatten dunkler und der Übersicht halt wegen setze ich die dann natürlich auf Low. Dann kommen wir zur Object Lot Quality und die habe ich auf 2,5 und ich zeige euch einfach mal, warum ich die auf 2,5 habe. Ich stehe hier auf Shoreline. Das ist auch der einzige Grund, warum ich das habe. Man kann von hier aus sehen, ob die Rock Passage auf ist. Und aufgepasst, wenn ich jetzt die Lot Quality auf 2 setze, ist der grüne Rauch weg und man sieht es nicht mehr. Deswegen Lot Quality auf 2,5. Ich hatte es auch mal auf 3, aber es funktioniert auch wieder mit 2,5. Und das ist der einzige Grund, warum ich dieses Setting auf 2,5 habe und nicht auf 2. Ihr wisst, ich spiele ja 4 Shoreline. Dann Overall Visibility, das ist die Sichtweite. Habe ich auf 400. Braucht man eigentlich bloß, wenn man snipen will, auf 1000. Das ist auf Reserve oder auf Woods. Das ist die Sichtweite, ich glaube sogar in Yard oder Meter, keine Ahnung. Aber auf Reserve und auf Woods rendern dann weit entfernte Objekte einfach nicht rein. Also wenn man snipen geht, auf 1000 stellen, ansonsten auf 400 lassen. Ich kann immer ein leichtes Ruckeln feststellen, oder ich rede es mir ein, wenn ich das auf 1000 habe und damit Shoreline spiele. Deswegen immer 400, genauso wie Shadow Visibility, auch auf 40 oder drunter. Ist einfach der Übersicht halber auch besser. TAA High, Kantenglättung, habe ich auf TAA High, einfach weil das Game dadurch... Ja, es sieht schärfer aus, es verpixelt nicht, dieses Flimmern ist weg. Ist ein Setting, was rein auf die Grafikkarte gehen sollte. Das heißt, wenn ihr eine gute Grafikkarte habt, sollte das so gut wie keinen Unterschied machen. Ich glaube, ich verliere jetzt 5 Frames oder so. Ich habe es länger nicht mehr getestet. Resampling. Resampling 1, Default lassen, außer ihr habt eine wirklich schlechte Grafikkarte, dann könnt ihr Downsampling anmachen. Ich zeige es euch mal kurz. Dann verpixelt das ganze Game, aber euer HUD bleibt normal aufgelöst. Das heißt im Prinzip, er rechnet 0,5 Downsampling, 1440p mal 0,5, er halbiert die Auflösung. Kann sehr gut für die Performance sein, aber wenn ihr einen normal guten PC habt, dann lohnt sich das auf keinen Fall. Dann bleibt ihr einfach bei einfach und fertig. HBAO off, SSRR off, ich bin mir gar nicht sicher, was die machen. Auf jeden Fall, es sind Post-Processing-Effekte. Einfach auf Auslassen, der Übersicht halber und ja, wenn ihr natürlich wollt, dass das Game schöner aussieht, könnt ihr das anmachen. Anisotropische Filterung habe ich ein bisschen rumgetestet. Ich konnte nicht wirklich einen Unterschied feststellen, per Texture oder on. Ich habe es einfach auf Off. Dann kommen wir zu Nvidia Reflex. Nvidia Reflex ist mit 900er Karten oder höher verfügbar, mit Nvidia Karten natürlich, mit AMD leider nicht. Und das ist ein Setting, das keine Performance bietet, aber besseren Input-Lag. Also es verbessert den Input-Lag, die Reaktion von der Maus, beziehungsweise allgemein, wie schnell das Game reagiert. Und ich habe das Ganze auf On und Boost. Meinem Verständnis nach, ich habe mich ein bisschen eingelesen, ist On und Boost. Er hält die Grafikkarte weiter oben von der Leistung her mit Boost, als wenn es nur On wäre. Ich habe es getestet, ich konnte keinen wirklichen Unterschied feststellen, auch im GPU-Usage. Und daher, ich habe es jetzt auf On and Boost. Die läuft auf keinen Fall die ganze Zeit auf 100%, meine Grafikkarte. Alles okay. Außerdem, ihr könnt dieses Setting bloß setzen, wenn VSync natürlich off ist. VSync
auf jeden Fall auf Aussetzen und dann Nvidia Reflex an, auch wenn ihr keine Nvidia Grafikkarte habt. V-Sync auf Aus und es empfiehlt sich natürlich auch G-Sync oder FreeSync anzumachen für Tarkov, weil in Tarkov hat man oft unterhalb seiner Herzzahl Frames und da ist das ein sehr gutes Setting. Sharpness auf 0 habe ich bloß auf 0, weil ich Streamer bin und Sharpness an sich die Streamqualität arg beeinflusst und das Verpixeln vom Bild schlimmer macht. Deswegen habe ich überall Sharpness auf 0. Lobby FPS Limit ganz klar auf 60. Und Game-FPS-Limit 144, es ist ausgegraut, weil sobald man Nvidia Reflex anhat, hat man unlimitierte FPS. Dann hier unten die Settings High-Quality-Color, verbessert ein bisschen die Farben, zieht aber FPS, habe ich aus. Z-Blur, Blur-Effekt aus, Chrome-Aberrations auch aus, sind irgendwelche Post-Processing-Effekte, genauso wie Noise. Grass-Shadows braucht man auf keinen Fall, auch der Übersicht halber. Dann MIPS-Streaming. MIPS-Streaming ist ein Setting, das ist wegen dem VRAM auf der Grafikkarte. Wenn man wenig VRAM hat, 4 GB oder 6 GB und drunter, kann man mal mit dem Setting rumspielen, ob man mehr FPS bekommt. Das verlagert das Texturladen vom Videoram auf, ja, auf die Festplatte und somit auf den CPU, was dann natürlich wesentlich langsamer ist. Also, wenn ihr eine gute Grafikkarte habt mit 6 oder mehr Videoram, lasst MIPS-Streaming aus, ansonsten probiert es mal anzumachen. Flash Indicator ist bloß zum Performance-Messen vom Reflex und ist kein Grafik-Setting. Immer auslassen, wenn ihr nicht wisst, was das ist, einfach auslassen. Dann kommen wir zum Post-FX. Meine Post-FX-Settings. Ich habe Post-FX an. Es ist ein Setting, das geht rein auf die Grafikkarte. Wenn ihr nicht so eine gute Grafikkarte habt, probiert ohne Post-FX zu spielen, weil sobald ihr hier bloß dieses Häkchen reinsetzt, verliert ihr FPS. Bei der 3080 bei mir jetzt hat, macht so gut wie keinen Unterschied. Es sind ein paar Frames und ja, das Game sieht einfach wesentlich besser aus. Und ja, das war es eigentlich zu den Grafik-Settings. Um nochmal genauer auf PostFX einzugehen, hier seht ihr jetzt meine PostFX-Settings in Aktion sozusagen. PostFX ist letzten Endes Post-Processing. Es ist dazu da, das Game ein bisschen schöner aussehen zu lassen mit einem Filter oder es gibt viele verschiedene Filter. Und mein Ziel ist natürlich, die Schatten ein bisschen aufzuhellen, das ganze Game ein bisschen farbenfroher darzustellen. Und ich zeige euch mal hier meine Settings. Jetzt habt ihr es gerade gesehen. Mache ich einfach mal aus. Es ist ein bisschen dunkler, es ist ein bisschen trister und da müsst ihr für euch selber mal ein bisschen schauen. Die Post-FX-Settings, die für euch am besten sind, sind natürlich auch abhängig davon, ob ihr, was ihr für Monitor-Settings habt, was ihr für Windows-Settings habt. Und ja, Brightness, selbsterklärend, die Helligkeit im Spiel, Saturation, die Sättigung von der Farbe. Clarity ist ein leichter, auch eine Art Schärfe-Effekt, besonders Tiefenschärfe, würde ich mal sagen. Macht die Entfernung ein bisschen klarer, ein bisschen weniger verwaschen. Colorfulness, farbenfroh. Luma Sharp habe ich aus, allein deshalb, weil ich Streamer bin und es auf die Streamqualität geht. Genauso wie Adaptive Sharp. Würde ich nicht streamen, hätte ich einen Schärfeeffekt drin. Color Grading Boost ist das schönste Farbpreset, finde ich. Viele nutzen auch Chillwave, falls wohl ein bisschen die Schatten aufhält. Müsst ihr einfach mal schauen. Und da kann man einstellen, wie stark das reingeht. Colorblind Mode, Tritanopia verwendet, verändert ein bisschen die Farben für Farbenblinde eigentlich, kann man aber natürlich auch mit einer gewissen Intensity hier für sein Setting verwenden. Und das sind meine Settings, an denen habe ich ein bisschen rumgedoktert. Es steht euch natürlich frei, da auch andere Settings auszuprobieren, würde ich sogar empfehlen, weil die Settings passen nicht für jeden. Kommt auf den Monitor an, ob ihr ein IPS-Panel habt, TN-Panel, so viele Sachen und es muss einfach für euch passen. Deswegen, ihr könnt meine Settings nehmen oder auch mal ein bisschen anders rumprobieren. Schaut es euch einfach mal an. Kommen wir zu den Game- und Sound-Settings und als erstes die Sprache von Tarkov. Ich würde immer empfehlen, auf Englisch zu spielen. Einfach, wenn ihr Quests vergleichen wollt, irgendwas auf dem Wiki sucht, habt ihr das direkt auf Englisch. Bei Deutsch kann es auch Übersetzungsfehler geben. Deshalb Englisch, wenn ihr natürlich dem Englischen mächtig seid. Dann hier Main-Menü-Background, brauchen wir nicht drüber reden, da kann man den Background auswählen. Dann gibt es hier die Auswahl für den HUD. Und da kann man auswählen, ob das immer gezeigt wird oder Auto-Hide, wenn es gerade gebraucht wird und sich dann wieder ausblendet oder ob es immer weg ist. Ich habe alles auf Always Shown. Quickslots, das sind oben, ist oben die Leiste für die Binds von der Waffe, von den Meds oder auch Granaten, was man sich halt da drauf bindet. Stamina and Stance, das ist unten links das kleine Männchen und die Stamina-Bar, dass die immer angezeigt wird. Health Condition, oben links ist dieses kleine Männchen, wo man getroffen ist und außerdem, was man gerade für Effekte am Laufen hat oder auch für negative Effekte. Das Health Color Scheme, Monochrome, das ist das Männchen oben links, dass es grau ist. Ich zeige euch das mal kurz. Oben links das Männchen, oben in der Mitte die Leiste, unten links das Männchen für die Stance, seht ihr. Und wenn man hier auf Monochrome, auf Green geht, oder wie heißt es, Polychrome, dann ist es so grün.
Ist mir ein bisschen too much, dieses Grün, deswegen habe ich es oldschool auf Monochrome, aber das muss jeder für sich selber wissen. Und ansonsten, Highlight Available Operations, das ist fürs Hard. Wenn man was durch die Gegend zieht, dass halt, wo da was drauf geht, es grün wird oder rot oder dementsprechend. Notification Channel, das ist ein unwichtiges Setting, außer man hat, glaube ich, Probleme mit dem E-Market In-Game-Menü. Dann kann man hier das umstellen auf WebSocket. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, haben sie eingeführt, weil es da irgendwo für ein paar User Probleme gab. Lasst es auf Default, wenn ihr keine Probleme habt. Setting, das euch nicht zu kümmern braucht. Dann kommen wir weiter zu Automatic RAM Cleaner. Das ist ein Setting, damit könnt ihr rumprobieren, wenn ihr 16 GB RAM oder weniger habt, dann würde ich das vielleicht anmachen. Einfach, weil Tarkov sehr viel RAM frisst, 12 bis 14 GB bei 16 GB ist extrem viel. Ich habe 32 GB, ich lasse es auf jeden Fall aus. Der RAM wird niemals volllaufen mit Tarkov. Dann Use Only Physical Cores. Das ist ein Setting, das ist wichtig für die Performance oder mäßig wichtig. Ich habe ein bisschen rumprobiert und bei meinem Ryzen 5800X ist es ein bisschen besser, das auf anzuhaben. Könnt ihr auch mal selber rumzuprobieren. Ich empfehle Use Only Physical Cores, wenn ihr ja 6 oder mehr richtige Physical Cores habt. Wenn ihr bloß einen 4-Kerner habt, dann lasst es vielleicht aus. Muss jeder für seinen CPU ein bisschen selber probieren. Dann kommen wir zum FOV, zum Field of View. Wichtiges Setting, ich spiele auf 59 und es gibt viele, die sagen, ja, 75 und warum spiele ich so niedrigen FOV? Ich erkläre euch das mal. In Tarkov hat man viele Fights, die auf mittlere Distanz gehen und da ist ein weiterer FOV einfach angenehmer. Beziehungsweise nicht ein weiterer FOV, ein näherer FOV, bei dem man ein bisschen dran ist. Ich spiele gerne bloß mit Red Dots und dadurch bin ich halt automatisch ein bisschen näher dran. Ich zeige euch mal den Unterschied, wenn ich auf 75 eingehe. Dann ist man einfach direkt ein ganzes Stückchen weiter weg. Die Maussense ändert sich natürlich auch. Also ich habe mir irgendwann mal gedacht, so ja, in Tarkov muss man nicht diesen FOV spielen, diesen extremen Wert. Und außerdem ist es auch so, Gänge werden automatisch länger. Man hat halt natürlich im Nahkampf ein bisschen den Nachteil. Die Übersicht, wenn wirklich eine direkt in dir drin steht, ist ein bisschen gehandicapt. Aber ich zeige euch mal den Unterschied. Hier mit 59 und wenn ich auf 75 stelle, dann ist der Gang gleich ein ganzes Stückchen länger und wenn ich da hinten einen beschießen würde, habe ich es gleich ein bisschen schwerer. Und deshalb bin ich auf 59 und ich habe mich daran gewöhnt. Ich empfehle grundsätzlich bei Settings, gewöhnt euch an Settings, macht euch ein bisschen Gedanken, stellt es ein und ändert dann nicht zu viel rum. Und insbesondere beim FOV und bei der Sensitivity. Kommen wir weiterhin zum Headbobbing, ganz klar auf 0,2 Minimalwert. Headbobbing ist einfach nur nervig. Lasst es auf den Minimalwert. Außerdem, hier unten habe ich den Streamer-Mode, den habt ihr natürlich nicht. Den muss man sich freischalten lassen, falls ihr euch wundert. Der verdeckt einfach meinen Namen und meine Server-ID. Ist ein Streamer-Setting. Außerdem, Sound. Josh ist die coolste Language. Das ist einfach Josh nehmen oder was ihr halt wollt. Ansonsten Overall-Volume, Interface-Volume habe ich ein bisschen an, dass man halt das Klicken und so beim Magazinladen hört. Ein bisschen leise. Und ja, Binaural-Audio, ganz wichtig. Steam Audio habe ich an. Ich empfehle es auch zu nutzen. Ich finde, damit hört man besser. Es gibt auch andere Meinungen, aber ich spiele mit Steam Audio on. Kommen wir zu den Controls und als erstes mal zum Maussense. Ich spiele mit einer Overall Sense von 0,35 bei 800 dpi auf meiner Maus und Windows Setting habe ich die Maus Sensitivity nicht umgestellt. Dann beim Aiming habe ich 0,25 Maussense und Double Click Timer 0,3. Das ist ja. Kann man auch einstellen, habe ich aber, glaube ich, nie verändert. Dann zu den Keybinds. Ich habe einiges umgestellt und habe nicht mehr so viel Default. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, wie genau die Default-Einstellungen waren. Ich spiele schon ja, jahrelang so. Und als erstes kommen wir, WASD ist klar, Smoothly Lean Right, Smoothly Lean Left habe ich auf QE plus Left Alt. Und das zeige ich euch mal, das Setting. Und zwar ist es, wenn man normal leant, dann, wenn man jetzt hier durch diese Lücke durchschauen will, dann überleant man und muss sich dann ausrichten. Und mit Smooth Lean kann man das genau einrichten, wo man sich hinlehnt mit Alt halten und Q und E. Kann ganz gut sein, wenn man durch irgendeinen Türschlitz oder sowas durchaimen will. Und dann einmal leanen und dann ist man wieder in der Mitte. Dann kommen wir Lean Left und Lean Right. Habe ich auf der Maus, Maus 3 und Maus 4 und das sind meine Maus-Daumentasten. Und ich zeige euch das mal kurz, warum ich das mache. Ich kann mich jetzt leanen hier auf der Maus. Natürlich ein bisschen mit dem Wickeln. Ein bisschen umständlich. Aber dadurch kann ich einfach, wenn ich mich lean, nach rechts, weiterhin nach rechts strafen. Hätte ich jetzt, es jetzt auf E, defaultmäßig, könnte ich nicht gleichzeitig nach rechts laufen und nach rechts leanen. Genauso, ich kann mich in jede Richtung leanen,
während ich mich einfach bewege. Das heißt, man hat mehr Bewegung. Man kann hier zum Beispiel, wenn man durch die Tür kommt, leanen und dann rumsteppen. Und das ist ein ganz wichtiges Setting, das habe ich mir schon in PUBG angeeignet, dass ich das einfach auf der Maus habe, um mehr Bewegungsfreiheit zu haben. Dann kommen wir, ja, schießen, aimen, links, rechts. Aimen habe ich pressen, also einmal drücken, dann ist angeaimt und einmal drücken, dann ist man wieder abgeaimt sozusagen. Und man kann das natürlich auch auf Continuous, also dass man es einfach halten muss, kann man hier hinten alles einstellen. Dann Switch Between Sides habe ich Control und rechte Maustaste. Scope Magnification, also reinzoomen, rauszoomen im Scope, habe ich auf X. Sich umschauen, Free Look, habe ich auf Alt. Und dann Toggle Head Equipment, also Night Vision an, aus, und das Visier hoch, runter habe ich auf Z, braucht man nicht so oft, ist da gut genug. Phrases und Mumblen und sowas ist alles auf V mit Doppelklick und Halten und ähnliches. Dann Check Time habe ich auf O, das ist ein Default-Bind, der, genauso wie der Kompass auf U, nutze ich eigentlich nie. Dann Check Time and Exits habe ich mir auch auf T gebindet, und zwar mit Doppelklick. Da geht einfach beides, Doppel-T, geht oben rechts beides auf, die Zeit und die Exits. Einfach weil, ja, wieso soll man das einzeln binden? Man kann beides zusammen haben. Hier T, Doppelklick. Dann Toggle Tactical Device habe ich auf E, das ist die Taschenlampe. Da ich ja Linen nicht mehr auf E habe, kann ich jetzt hier die Taschenlampe hinlegen. Und ich spiele sehr gern mit der Taschenlampe, dass ich die sehr situationsbedingt anmache. Immer wenn ich um eine Ecke gehe, Taschenlampe an. Und um mich dann nicht zu verraten, habe ich sie dauerhaft aus, wenn ich dann wieder irgendwo hochgehe. Einfach bloß an. Und es verrät, das Problem bei der Taschenlampe ist, wenn man die dauerhaft anhat, verrät man sehr seine Position. Deswegen habe ich die meiste Zeit aus. Und nur wenn ich sie brauche, habe ich sie an. Ich spiele übrigens auch ausschließlich mit Taschenlampen zurzeit. Dann Switch habe ich auf Control und E. Dann Granate auf G, Reload R. Emergency Weapon Reload habe ich auf Q. Das heißt, der Tactical Reload, bei dem man ein Magazin droppt. Der schnelle Reload ist auf Q. Habe ich umgebindet von R, weil es war zu umständlich. Doppel-R ist der Default-Bound dafür, aber mit Q bist du einfach schneller und es muss man sich ein bisschen angewöhnen, aber dann hat man zwei Binds für Reload und wenn es mal wirklich kritisch wird, dann setze ich das auch so um. Dann weiter bei Q, Drop Backpack, Z, Standard-Bind, Check Ammo auf T, schauen, was im Magazin ist, Fire Mode Switch auf B, Check Fire Mode habe ich auf T, das ist das hier. Alt-T habe ich alles ein bisschen umgebindet, braucht man nicht auf den Check-Fire-Mode. Dann Check-Chamber, Malfunction Fixed habe ich auf Control und R. Das ist auf meinem Reload mit Control. Wenn man eine Malfunction hat, dann lädt er dann damit durch. Jetzt checkt er bloß die Kammer. Unload-Chamber, Control-T. Das ist, wenn man noch eine Kugel aus einer Waffe rausladen will. Dann kann man das machen. Zack. Dann Detach Magazine, braucht man eigentlich nicht. Prone hinlegen auf Y, sprinten auf Shift habe ich auf Halten. Prone habe ich natürlich auf einmal drücken und dann steht er wieder aus. Crouch habe ich auf C. Dann C halten und Mausrad ist hoch und runter, ist glaube ich auch Default. Dann Walk auf Caps, natürlich auch auf Press. Overhead Blindfire habe ich auf Control und Shift auf Mouse Wheel Down, das ist der mittlere Mausbutton. Das zeige ich euch mal kurz. Also Overhead und um die Ecke schießen. Nutze ich zu wenig, sollte ich mal ein bisschen mehr nutzen, aber ja, nutze ich zu wenig. Ich habe es aber so gebindet. Dann Sidestep, Left, Right, das ist linke Maustaste und Leanen. Da geht er so raus, um die Ecke rum. Ist so ein Ausfallschritt statt Leanen. Ist ganz gut gegen Raider, weil die das nicht so wahrnehmen, deswegen hat man es gebindet, aber wirklich viel nutzen tue ich es nicht. Lieber Leanen um die Ecke, weil man natürlich bloß seinen Kopf um die Ecke streckt. Dann Inspect auf L. Hold Antwort, braucht man alles nicht. Springen. Ansonsten ist alles relativ Default. Hier die Binds. Und man kann natürlich hier Discard, also was aus dem Inventar, wegschmeißen. Habe ich auf Entfernen auf dem Numpad. Da habe ich mich einfach dran gewöhnt. Und ja, wenn man was discarden will. Ich habe es versucht umzubinden, ich kann mich nicht umgewöhnen, deshalb ist es jetzt so. Ihr könnt euch da Gedanken machen, wo ihr das vielleicht hinlegen wollt. Und dann gibt es noch ein wichtiges Setting, das ist Hold Breath auf Left Shift. Das ist derselbe Button wie beim Sprinten.
Bei diesem Setting muss man sich angewöhnen, dass man erst von Shift runter geht und dann Hold Breath. Aber Hold Breath ist eh so ein Setting. Es geht das Gerücht, es ist gut, sich das mit auf die rechte Maustaste zu binden. Ist es nicht. Besonders, weil man es nicht oft braucht. Ihr seht, meine Waffe swayt jetzt ganz leicht. Und man drückt einmal Shift. Und ich halte Shift jetzt nicht mehr. Und die Waffe ist ruhig. Hingegen, wenn ich jetzt das Shift die ganze Zeit halten würde, swayt die Waffe weiterhin rum. Von daher ist es schlecht, wenn dauerhaft Shift gedrückt, also Hold Breath gedrückt ist. Ihr müsst einmal drauf gehen. Und dann ist das Crosshair ruhig. Das ist mit dem Red Dot so, das ist mit den meisten Crosshairs so. Einfach einmal drücken und dann ist Ruhe und es swayt nicht mehr so viel. Kommen wir noch zum Thema Frames vergleichen in Tarkov. Und in Tarkov ist einfach das Problem, es gibt keine wirkliche Möglichkeit, das zu benchmarken. Wettereffekte, alles mögliche, Tageszeit, Schattenwurf, Offline, Online-Rate, wie viel ist los auf der Map, beeinflussen alles die FPS. Deshalb, es gibt meiner Meinung nach nur eine wirkliche Möglichkeit, die Frames zu vergleichen. Das ist auf Labs, da hat man immer dasselbe Wetter, immer dieselbe Tageszeit und das Ganze natürlich offline. Dann ist niemand auf der Map, auch keine Raider oder ähnliches, also immer gleiche Bedingungen. Und dann stellt man sich einfach an dieselbe Stelle, schaut auf denselben Punkt und vergleicht seine FPS. Dazu geht man hin, öffnet mit Ö die Konsole und gibt da ein FPS, Leerzeichen 1. Dann erscheint oben rechts die Frame-Anzeige. Nicht wundern, ich habe gerade eine YouTube-Aufnahme laufen, deshalb sind meine Frames ein bisschen niedriger als für gewöhnlich. Dann habe ich mir eine Stelle rausgesucht, wo man das am besten vergleichen kann. Ihr kennt euch vielleicht ein bisschen aus auf Labs. Ihr geht hierher, lauft in diese Ecke, zielt auf diesen Punkt hier, auf da, wo sich das Geländer und hier diese Stange treffen, visiert ab und dann an dieser Stelle vergleicht man die FPS. Und ohne YouTube-Aufnahmen und ähnliches habe ich hier 230 FPS, blende ich euch gerade mal den Screenshot ein davon. Und ja, so könnt ihr eigentlich effektiv FPS vergleichen. Wenn ihr keine unlimitierten FPS habt durch Nvidia Reflex, dann müsst ihr den Trick machen mit VSync im Windows an und VSync im Windows aus und in-game an. Dann kriegt ihr unlimitierte FPS, wenn ihr eine AMD-Grafikkarte habt oder eine ältere Nvidia-Grafikkarte und keinen Reflex nutzen könnt. Wenn ihr Reflex on mit Boost habt oder auch nur on, dann habt ihr unlimitierte FPS automatisch. Kommen wir noch zum Thema Server, Serverauswahl und wie ihr rausfinden könnt, auf welchem Server ihr gespielt habt. Als erstes, hier sind wir im Tarkov Launcher. Normales Setting ist Auto-EU, das ist hier gerade an. Wenn man seine Server auswählen will, muss man hier unten das Häkchen ausmachen, das sind automatisch Server. Häkchen aus, danach Ping sortieren und dann kann man hier auswählen, welche Server man auch immer haben will. Und wonach man das abhängig macht, muss man sich überlegen. Man kann natürlich auf NA-Server spielen, die sind grundsätzlich zu empfehlen. Ein hoher Ping ist kein Problem in Tarkov. Und ich würde empfehlen, wenn ihr wisst, dass ihr von NA-Servern nicht gekickt werdet, das müsst ihr natürlich für euch selber testen, wie euer Routing dahin ist. Meins ist sehr gut und ich kann locker hier Server auswählen, die Ping 140 haben, ohne Probleme, ohne dass ich gekickt werde. Und es gibt einen Trick, wie man Server wechseln kann, ohne dass man das Spiel schließen muss. Wenn jetzt das Spiel im Hintergrund laufen würde, tappt man einfach raus und öffnet den Launcher nochmal. Und dafür ist es ganz wichtig, dass der Server, dass der Launcher in bestimmten Settings läuft. Und zwar, Remember Login, Keep Me Logged In muss an sein. Und außerdem, When I Close the Launcher Window, Exit the Launcher. Und When I Launch the Game, Exit the Launcher Completely. Das heißt, wenn ihr das Game startet, geht der Launcher zu. Aber wenn ihr dann im Game seid und sagen wir rausgetappt seid, mein Game läuft jetzt natürlich gerade nicht, aber wenn das Game gerade läuft, dann müsst ihr euch einfach im Stash-Screen bewegen, nicht in der Raid-Auswahl oder ähnliches, sondern einfach im Stash-Character, fertig. Dann könnt ihr hier auf die Server-Auswahl gehen, hier andere Server auswählen, die zum Beispiel rausnehmen, auf Apply gehen und dann könnt ihr Server wechseln, ohne dass ihr das Game schließen müsst. Kleiner Trick. Ist sehr nützlich. Dann kommen wir noch zu der Möglichkeit rauszufinden, auf welchem Server man gerade gespielt hat in Tarkov. Und dazu gibt es einen Trick. Man geht ins Tarkov-Verzeichnis. Und zwar hier. Das ist bei mir C, Battleset Games, EFT. Und da gibt es einen Logs-Ordner. In diesen Logs-Ordner geht man rein. Und dann gibt es hier Ordner, die sind ja nach Datum geordnet. Man nimmt einfach den letzten Ordner. Das ist immer ein Ordner für jedes Mal, wenn man das Game geöffnet hat. Und in diesen Ordner, die sehen immer gleich aus, gibt es dann hier eine Traces-Log. Traces-Log und die öffnet man. Die sieht dann so aus. Und das scrollt man einfach mal ganz nach unten. Ja, ganz nach unten, habe ich gesagt. So. Und dann wieder ein bisschen hoch.
Und da sind immer die verschiedenen Serververbindungen drin und da steht ein Haufen Fehlermeldungen oder weiß der Geier drin. Bis man hier zu diesem Punkt kommt, hier, da steht eine Server-IP. Diese Server-IP kopiert man sich und dann geht man auf eine Seite, um rauszufinden, was das für eine IP ist. Und dafür nutze ich die Seite ipinfo.io, schreibe ich euch unten nochmal rein. Und da gibt man die IP an und in dem Fall kriegt man dann hier unten Infos, City, Dallas, Region, Texas, Country, US. Und in dem Fall habe ich auf dem Dallas-Server, auf dem NA-Dallas-Server gespielt. Hier die City ist eigentlich immer wichtig und die stimmt auch eigentlich immer. Und so könnt ihr rausfinden, auf welchem Server ihr gerade wart. Entweder weil er extrem gut war, was nicht so oft vorkommt in Tarkov, oder weil er halt wirklich schlecht war und ihr den aussortieren wollt in eurer Serverauswahl, dann geht ihr dann hier hin und schaut mal nach dem Dallas-Server. Wo ist er denn? Dallas. Müsste irgendwo hier sein. Da, Dallas. Und dann könnt ihr den hier an- oder abwählen. Und dann wisst ihr, auf welchem Server ihr war. Und so könnt ihr eure Serverauswahl für euch selber ein bisschen anpassen. Das war's mit meinem Settings-Video für 12.11. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch. twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, ein Follow da lasst. Und wenn ihr Fragen zu den Settings habt, dann könnt ihr die da auch gerne stellen. Außerdem hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Und einen Kommentar, vielleicht schreibt ihr mal rein, was ihr mitgenommen habt von diesem Video. Was ihr vielleicht bei euch jetzt dadurch geändert habt. Und ansonsten macht die Glocke an, Daumen nach oben, was man halt so tut. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und stay.